Und es ist wieder soweit. Es ist der zweite Freitag und unser Kollege Baro ist wieder da. Schauen wir mal, was er für uns hat. An Mods hat der Rook Elektrizität und Status Chance für die Pistole. Die werde ich mir auf jeden Fall noch holen. Primed Corpus verjagen. Kennt man ja, 55% Schaden gegen Corpus. Ist nicht schlecht, aber ja, nicht unbedingt notwendig. Dann haben wir noch Prime Munition Wandler Schrot. Der sieht wirklich interessant aus. Den werde ich mir auf jeden Fall auch noch gönnen. Wandelt unbenutzte Munition für sekundäre Waffen in 92% der Munition um. Klingt doch gut, ne? Sekundärwaffen brauche ich jetzt irgendwie nicht unbedingt. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Schrotmunition. Da wird dann die Munition auf jeden Fall nicht mehr so schnell ausgehen. Dann haben wir noch Prime Rudelführer und Prime Trubedo beschichteter Lauf für das Arkgewehr. Super. Und wieder mal ein paar Skins für die Cavet, für den Operator und für die Zwillingskrakatas. Und was haben wir noch an Waffen? Machete, Prisma Dual, Decurion und die Halika. Super. Und verschiedenes. Ein Rotwein, ein Axi-Relikt, Poster, Ornament, eine Glyphe von Baro und natürlich wieder Sande des Inaros. Ja, hab mir ein bisschen mehr erhofft, vor allem von den Mods, aber zwei werde ich mir auf jeden Fall holen. Vielleicht sogar drei. Diese hier. Puh. Gut, ist jetzt nicht unbedingt das Wahre, aber ja, ist halt Baro. Ne? Man kennt die nicht anders. Aber, hoppala, mein Handy geht super. Sehr professionell. Aber egal, was haltet ihr davon? Werdet ihr zuschlagen oder eher nicht? Ich werde zuschlagen, drei Mods. Und somit würde ich sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, Leute. Also, bis dann. Tschüss.